Corona prägt eine ganze Gesellschaft. Distanz und Maske bestimmen den Alltag. Hygiene gilt als maßgebend. Knapp 3/4 der Österreicherinnen und Österreicher achten seit Ausbruch der Corona-Krise explizit auf mehr Hygiene. Das dokumentiert der Hagleitner Hygienebericht 2020. Das Motivforschungsinstitut Kamers in Behavioral Insights hat hierfür 2020, wie bereits 2018, je 1000 Personen befragt. Hygiene ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch in der öffentlichen Diskussion wird ja immer von Hygiene gesprochen. Also das ist jetzt nicht weiter erstaunlich. Es ist höher, als es 2018 war. Da haben wir ja die Untersuchung schon mal durchgeführt. Und es ist wirklich jetzt in einer beträchtlichen Höhe. 2018 verwendeten gerade mal 20% Handdesinfektionsmittel unterwegs. 2020 sind es bereits 42%. 2018 verbanden 4% der Österreicherinnen und Österreicher Hygiene mit Händewaschen. 2020 haben 18% diese Assoziation. Ausdrücklich Angst vor Erkrankungen haben wegen mangelnder Hygiene 2020 interessanterweise aber bloß 48%. 2018 fürchteten sich bedeutend mehr, nämlich 61%. Also für mich war eigentlich das Interessanteste, dass den Menschen sehr wohl bewusst ist, Hygiene ist wichtig. Und wenn man explizit darauf eingeht, auch, dass Händewaschen wichtig ist und dass die Desinfektion beim Händewaschen wichtig ist. Nur im spontanen Bewusstsein ist es, da war ich eigentlich verblüfft, ist es nicht so deutlich ausgeprägt, wie es das eigentlich sein sollte. Und das kommt vermutlich daher, ist ein so gewohntes Verhalten. Und man sieht es jemanden ja auch nicht an, ob er es getan hat oder nicht, während man bei der Maske und bei dem Abstand man das einfach viel deutlicher sieht. An Masken und Abstand haben sich die Menschen also gewöhnt. Auf die Händehygiene trifft das nicht immer zu. Es passiert so, dass ich mir die kontaminierte Hand unter die Maske führe, weil mich unter der Maske was juckt, reizt und da bin ich dann an der Nase und dort muss es hin oder über der Maske ins Auge fahre. Die Händehygiene, also das regelmäßige und richtige Händewaschen oder Desinfizieren, gilt nach wie vor als unentbehrlich. Beim Desinfektionsmittel kommt es auch darauf an, das Richtige zu nehmen. Für 51% der Österreicherinnen und Österreicher sollte ein Desinfektionsprodukt gegen das Coronavirus wirken. Das alleine ist in der jetzigen Situation irgendwo verständlich, aber es ist nicht genug, weil es gibt einfach sehr viele Erreger, es gibt viele Ansteckungsmöglichkeiten und deswegen ist es einfach wichtig, dass ein Produkt allumfänglich wirkt. Also wir sind abschließend zwei Aspekte ganz, ganz wesentlich. Der eine aus Sicht der Hygiene ist es nie eine Einzelmaßnahme, die zum Erfolg führt, sondern immer ein Bündel an Maßnahmen. Und das erleben wir auch jetzt. Dieses Maßnahmenbündel muss wohl überlegt sein und muss gut aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, Abstand, Maske, Händehygiene, Händewaschen, Händedesinfektion muss im richtigen Kontext korrekt praktiziert werden. Abstand, Maske und Desinfektion. Auf diese drei Dinge sollte unterwegs also nicht vergessen sein. Apropos unterwegs, ein reges Wirtschaftsleben scheint den Menschen grundsätzlich am Herzen zu liegen. Laut 65% solle der Staat Gesundheit und Wirtschaft nämlich gleichermaßen schützen. Die Gesundheit vor alles andere möchten umgekehrt nur 35% gestellt wissen. Auch das hat der Hagleitner Hygienebericht 2020 zutage gefördert.